Hallo. Oh, wartet ihr kurz, ich mache kurz noch wieder aus meinem Entschuldigung. Motor. Und Herr Miller ist auch wieder da. Haben Sie gut geschlafen? Ja, Guten bisschen Tag. unbequem auf dem Asphalt, aber sonst ging's. Sieht, dass ich kenne. Vor allem, wenn ich fahre mit meiner Frau, es ist sehr unbequem, wenn sie ernst laufen über die Asphalt und dann sie blutet die LKW von ganze hinten. Fahrbahn voll und oh, LKW, wir sollten gehen zur Seite. Nee. Ihr wisst schon, dass wenn jetzt die Polizei kommt, wir Ärger kriegen. Was, wieso Polizei? Was können wir dafür, wenn wir hier eine Panne haben? Nee. Das ist eine Sekundenschlaf. Außerdem, ich hatte gerade einen Unfall mit einem Geländewagen. Er ist mir reingefahren. Ganz komisch, es war. Nee. Wem gehört der denn? Meiner Frau. Jetzt, Sie verstehen mich vielleicht, Senior. Ich bin Kummer gewohnt. Sie verstehen, wenn Sie fahren mit meiner Frau. Sie hängen an ihrer Leben, ich kann Ihnen sagen. Das Erste, was Sie machen, Sie denken daran, sich anzuschnallen. Es gibt Ja. bestimmt Probleme mit der Versicherung. Sie hatten eine Menge Probleme mit der Versicherung. Sie konnten sich nicht ausmalen. Wie viele Dollars wir haben es so gelassen bei der Polizei. Ah, hören Sie auf. Moment, Jetzt ihr, aber nicht erzähl ich. mal. Sie, wir. Wie Ah, war das Sie. Gespräch? Sie, die Bewerbungsgespräch. Es war sehr, sehr interessant. Ey. Und vor allem diese Polly, Signora Porkins. Es ist so, dass sie mir hat angeboten, dass du, weil alle vier sind eine große Familie. Und das Ja. hat mir gefallen, weil ich hatte so keine richtige Familie mehr, seit ich bin geflüchtet aus Kolumbien. So, mein Korazon ist aufgegangen. Und sie und ich, sie, wir brauchen, beziehungsweise sie, ich glaube ja, du, Satz, bei dir ist Ja. gleich, sie mit den meisten abfahren und so. Aber sie hat auch gefragt, ob ich will weitermachen, das als Toursteherin. Und ob ich bin flexibel. Und ich habe gesagt, sie, por supuesto, ich bin flexibel und es ist mehr Abwechslung und es ist interessant. So, ich mache beides. Und sie hat gesagt, wir brauchen, um zu fahren, mein Snaps, eine Lizenz hier und die, wir müssen beantragen bei einer Richterin. Und sie hat mir gegeben die Nummer Telefon von ihr und so, wir können uns dort melden und einen Termin machen und dann bekommen wir beantragen eine Lizenz hier, um zu fahren, mein Snaps legal. Sie. Aber por supuesto, wir fahren dann auch nur für diese Unicorn. Und nichts für irgendwie anderes oder sowas. Das ist ganz wichtig. Also quasi genauso, was sie mir auch erzählt hat. Sie, genau. Sie, wie war deine Gespräche, bevor du hast. Ach, du Ja, hast auch. genauso, willkommen in der Familie. Sie, muy bien. Du bist mein Amigo und du bist meine Familie, aber das bist du schon gewesen vorher. Signor Miller, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich auch Interesse daran, Bestandteil zu sein von dieser Familie? Familie? Aber ich kann meine Eltern nicht mehr wechseln. No, sie können nicht wechseln, ihre Eltern, das ich kann auch nicht. Vor allem, weil meine Eltern, sie sind tot, aber no, es hat nichts zu tun mit Eltern. Es ist eine große Familie, man kann vertrauen die anderen, man hat jemanden, wo man kann gehen hin, wenn man hat Probleme oder auch einfach, um was zu haben, um sich zu treffen. Und sie wissen, Kollegen und Kolleginnen und sie, nach der Arbeit ein paar Partys oder auch mal zwischendurch. Man lernt Menschen kennen, man steht nicht mehr so oft, wie sie haben gesagt, doch in die Gegend rum. Ja, aber was hat denn das jetzt mit Familie zu tun? No, siehst Da du, verstehe ich jetzt noch nicht ganz. ich erkläre Ihnen, wenn Sie arbeiten dort, es ist so wie eine große Familie, alle, Sie passen aufeinander auf. Und wenn Sie haben irgendetwas, Sie können gehen zu jedem, es ist egal zu wem, und dann, Sie wird geholfen. Heißt das dann, das ist mein Bruder? Sie, so ähnlich, man kann vielleicht sehen. Sie sind nicht blutsverwandt, aber man kann sich manchmal ja aussuchen, seine Familie. So, das können Sie sehen, so. Sie haben eine Familie, die sich haben ausgesucht. Dann kriege ich also ganz viele Brüder und Schwestern, richtig? Sie, jetzt Sie haben verstanden, ich sehe. Aber was ist, wenn ich keine Kinder will? No, ich glaube, darüber, Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Das mit Kindern, das hat nichts zu tun. Das ist ein Club ab 21, so, es gibt keine Kinder. Ach so, ein Club ab 21 ohne Kinder. Sie. Hat einer von euch das Taxi gerufen? Nein, ich habe nichts. Nee, kann ich nichts mit anfangen. Oh, Rex, wie unhöflich bist du eigentlich? Du hast das noch warum? nicht mal vorgestellt. Sie, oh, por supuesto, das tut, ihr kennt euch noch gar nicht, aber Herr Miller kennt meine Frau, Jessica Smith, por supuesto, ich Ja. denke. Sie, das hier ist meine gute Hallo. Amigo, Michael Hallo. Dietz. Ist Ja, wirklich auch ein Miller. sehr netter Mike Mensch. Miller. Sie, und das ist sie, das ist eine Amigo, die ich habe kennengelernt in dieser Stadt. Doch, ich wollte so sagen, Amigo, weil es ist so, immer wenn wir uns sehen, irgendwo es ist eine Gefahrensituation gewesen oder gerade sie ist oder naja, oder sie wird sein, man weiß es nicht. Ich Und guck mich irgendwie, schon ich die glaube, das ganze. weiß zusammen.
Ich gucke mich schon die ganze Zeit um, wo das nächste Auto geflogen kommt. Das geht mir auch so, weil alleine deswegen, weil sie ist ja neben mir. Übrigens, darf ich vorschlagen, dass ich Ihnen anbiete, dass du. Das du? Ja, Sie. können wir machen. Das Ja, freut mich da bin ich auch sehr. sehr dafür. Mein Name ist Reyes. Reyes. Sie. Oh, da muss ich mal gucken, ob ich mir das alles so merke. Sie, das macht Reyes, nichts. der Herr Michael, oder? Ja, das Nicht ist Reyes, richtig. richtig, Und die Sie. Frau. Oh. Jessica. Du Jessica, ja, heißt. Jessica. Sie, außer, war das in Ordnung, dass ich habe, dass er duzt dich? Ich habe gar nicht gefragt. Ist okay. Okay, so, wir haben das geklärt. Ja. Es freut mich. So ist es viel einfacher. Wo haben wir denn noch eine Familientelefonnummer? Noch nicht direkt, das ist nicht deine, aber es ist so, wenn du sie. Was ist Ein los? Moment, da ruft mich jemand gerade an. Vale. Also es Ja. ist so, in die Forums-Applikation, die du hast auf deinem Handy, ich denke auch. Ja, irgendwo. Du kannst schauen, da es gibt Stellenanzeigen von die Unicorn. Und du kannst dich dort bewerben als alles, was du willst, was es wird angeboten. Dann du kannst gucken und dann möglicherweise du bekommst einen Termin für eine, wie es heißt, Vorstellungsgespräch. Sieh. Und Was? dann Aber ihr vielleicht seid, du. seid ihr da Mitarbeiter vom Unicorn? Also Sieh, das wird Sinn. feste Mitglieder? Sieh, so es ist. Miss Perkins hat mich gerade angerufen. Oh, sie Ja, hat Zeit jetzt für dich. mein Termin so gesehen ist vorgezogen worden Er ist jetzt, um zu vorgesorgen. gesehen. Weil Ja. sollen wir Ja, dann das heißt, wir sollen da fahren jetzt zusammen schnell hin. zurück? Könnt ihr, aber ich fahre ja mit meinem Auto. Ihr könnt euch ruhig noch unterhalten, falls ihr euch unterhalten wollt. Sieh, das wir werden tun, weil wir werden, ich glaube, hier ist nicht so ein ganz sicherer Ort, so ich würde sowieso Ja, wir sollten sagen. auf jeden Fall hier weg. Aber wo Sieh. ist es schon sicher? Ja, wie Okay. wenn ich auf dem Highway. No, auf die Highway ist es am unsichersten. So in die Stadt man ist schon ein bisschen sicherer als hier. Ja, aber Vielleicht dann in der bis später. Gefängniszelle, Ich da ist es soll sicher. unge also, ich habe Sieh das gesagt, in um. 5 Minuten bin ich dort. Okay, Ja, Walle, und dann wir viel Erfolg. machen. Dann, Bis gleich. ja, bis später. Mike, ich würde sagen, du kommst wieder mit mir mit. Ja. Michael, willst du auch mitfahren mit mir oder willst du Ja. mitfahren mit Michael? Okay, Walle, dann wir machen. So, wir können uns weiter unterhalten, gemütlich in die Auto. Ja, aber erstmal anschneiden. Wie gesagt, das ist das Wichtigste, immer. Weil meine Frau ist sowieso Fan, wenn du Da sitzt in kommt ihr ein Auto. Roller, oder? Vale. Bordino? Oh, noch einer. Warum hast du einen kaputten Reifen? Also ich würde sagen, ich habe keine kaputten Reifen, aber wenn du das so siehst, dann Okay, ist dann wohl sind sein das eine schon kaputte wieder Reifen. meine Kontaktlinsen. Ich glaube, Nee, die das ich kenne. Kontaktlinsen, die mir der Medic gab, sind doch nicht so gut. No, das ist so mit den Kontaktlinsen. Ja. Diese Medics, das sind solche Kontaktlinsen, du bekommst vor, ich weiß nicht, ein paar Stunden, sie halten und dann, ich glaube, sie werden ein bisschen, ich weiß nicht, wie man nennt das, wenn man schaut, wie durch eine Glas Milch. Milchig, genau, milchig. Sie werden milchig und dann man sieht nicht mehr richtig. Und das Problem in dieser Stadt ist, es gibt keine Optiker. Man kann nicht kaufen eine Brille, man kann nicht kaufen eine Kontaktlinse, man kann gar nichts so. Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit die Sehen, aber wir kennen das Problem, so wir ignorieren das einfach. Ja, aber vielleicht in so in einer Woche oder so, wenn die Matrix dann besser ist. Ist das nicht Jessicas Auto? Sieh, dass du siehst, so sie hatte wieder eine kleine Siesta, ich denke. So, ich werde kurz stehen bleiben, um zu bewachen dieses Auto. Oder wie andere immer freudig rufen: Schlaganfall! Wie schafft ihr das denn jetzt noch in 5 Minuten bis zu der Frau Polly Oh, ich Porkins? habe dir gesagt, Mike, sie fährt mit einem Fuß aus Blei. So, sie ist da in unter 2 Minuten, ich kann dir sagen. Oh Mann. Ja, das kann ich Sieh. so bestätigen. Sieh. Sie wird wahrscheinlich hier gleich wieder aufwachen, ins Auto steigen und 10 Sekunden später sehen wir sie nicht mehr. Sieh, so siehst du mehr. Du hörst auf voll in deinem Motor und dann siehst du weg. Wenn du sitzt drin, dann du hast ein Problem. Weil dann es kommt eines Stein oder sie fällt wieder in eine Siesta und dann du fährst volles Kanone gegen eine Wand und dann du fällst durch die Windschutzscheibe, egal ob du bist angeschnallt oder nicht und dann sieh, du hast deine Probleme. Oder du machst es so wie ich und willst bei nach dem Gespräch fragen, ob die Frau Richterin da ist, wegen dem Bewerbungsgespräch Lizenz Sie Gedöns. wegen der Lizenz, ja, sie. Und willst du denn bei der Polizei halten und hast Probleme mit den Kontaktlinsen und ja.
Der ist ein Polizeiauto zu Schrott, sodass es brennt. Oh, das ist auch eine angenehme Sache, ich finde. Ja, ja, das ist mir vorhin passiert. Das klingt wieder sehr aufregend und spannend. Das ist immer so, wenn wir uns sehen, du hast immer etwas zu erzählen. Ja. Übrigens, bei Mike ist es ähnlich. Wir haben gestanden neben die Garage. Er und ich, wir haben uns dort getroffen und dann, wir haben da gestanden, haben uns locker unterhalten. Er hat gesagt, er steht rum und so. Und dann, dann ist gekommen, ein brennendes Auto angefahren und die Fahrer, er hat gerufen: alle weg, die Auto brennt. Das ist immer so, wenn Mike steht neben mir, ist entweder, wie gesagt, es war eine Katastrophe, es ist eine Katastrophe oder es wird kommen eine Katastrophe. Ja, ich sehe schon, Mike und ich haben viel gemeinsam. Ich bin ja, ich weiß ja nicht, ob ich da so stolz drauf bin, dass jedes Mal so eine Katastrophe kommt. No, es ist nicht, worauf man kann sein stolz, aber es ist etwas, worüber man kann lachen. Ja, ich denke. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir dann irgendwann mal Maischnaps machen, was da alles passieren kann beim Brennen von Maischnaps. Oh, hast du auch, das ist eine Katastrophe. Ja, das war. Der ist auch eine Katastrophe. Gutiger Gott, was ist da passiert? No, ich hatte gedacht, das wäre Jessica, die ich da sehe hinten, aber sie war nicht. Es war eine geistesgestörte Motorradfahrer. Achso, Frau Dino? Nee. Wir wollten noch was besprechen. Ah, sie, du hast mir gesagt, du wolltest etwas klären mit mir, sie. Ja, so, ich weiß aber wie gesagt, nicht, ob Polizei da mitspielt. Du weißt nicht, ob was so ist, was hat es zu tun mit der Polizei, erklärst du mir das? Ja, du erinnerst dich noch an Herrn Schnell? Oh, Senor Schnell, diese großartige Tube, sie, por supuesto, der alles zum Stehen bringt. Sie, mit seiner großartigen Stand-Fähigkeiten mit CC, ich erinnere mich. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht da jemanden, am besten eine Leitstelle von der Polizei zu informieren. Okay. Dann packen wir den LKW voll mit Keksen, fahren den zur Polizei, stellen den da ab und die ganze Polizei ist eingeladen und die sollen ihn dann irgendwie herlocken mit Notruf, soll er ganz schnell da hinkommen. Schnell. Das ist ein gutes Wortspiel. Ja, und ich, ja, wie gesagt, ich wollte ihn und seinen Kollegen halt denn mit so einem LKW voller Keksen überraschen. So, das als ist kleines Dankeschön. Sieh, das ist. Jetzt müssen wir Platz machen. Ich fahre so mal aus Sicherheitsgründen ein Stückchen vor, so sie kann überholen uns. Rusch. Schon ist er weg. Nee. Gleich, wenn du einmal hast geswinkert, du siehst sie nicht mehr. Ich kann dir sagen. Sie, und das finde ich eine großartige Idee, da ich wollte auf jeden Fall mitmachen. Und deswegen, ja, deswegen frage ich ja euch, weil den LKW mit Keksen voll zu stopfen, das könnte ein wenig dauern. Sie, das ich glaube auch. Und dann müssten wir auch erst zur Polizei und rausfinden, wer Leitstelle ist und das mit denen klären. Sie, das ist eine noch viel bessere Idee. So, ich bin ein bisschen desorientiert. Ja, fährst du hier geradeaus? Na, sie, fahre ich hier runter. Was ist mit dem Herrn Schnell? Herr Schnell, das ist eine großartige Polizei-Tube. Oh, freu dich drauf, wenn du ihn kennenlernst. Der mag Kekse, sie. Oder was? Das wir hoffen. Ja, vielleicht bringt er die Kekse auch zum Stehen. Sie, möglicherweise. No, es ist eine Tube von der Polizei. Er hat eine sehr witzige, wie kann man sagen, Akzento. Er ist ein Deutsch-Amerikaner. Sie. Und so, er ist eine sehr, wie soll ich sagen, sonnige Typ mit dem Hut. Siehst du, was ich sage, Mike? Sonniger Typ mit dem Hut? No. Er hat eine sonnige Gemut, ich glaube, so man sagt. Ist das richtig, Michael? Ach so. Sekundenschlaf? Viel Spaß. Naja, leg dich ruhig hinten hin. Wir haben genug Platz. Michael? Hä? Wolltest du sagen, du hast Sekundenschlaf? Du wolltest nicht, dann ich fahre weiter. Nein. Weil du sagtest, viel Spaß? Ja, aber du sagtest Sekundenschlaf. No. Nein, ich habe nicht gesagt Sekundenschlaf.